Ahoi Leute, ich habe hier noch eine Antwort aus dem Gesundheitsausschuss für euch. Die werde ich jetzt nur mal eben schnell vorlesen, also der Vollständigkeit halber. Es ist schon wieder die CSU, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich will auch gar nicht so viel zu erzählen. Ich lese einfach nur mal eben die Antwort vor und dann war es das hier heute für dieses Video schon. Es kommt ja leider von den Legalized-Parteien nicht wirklich viel, sondern immer nur von den Gegnern. Wie auch immer, soweit und jetzt kommt die Antwort. Und zwar ist es diesmal der Herr Dietrich Monstert von der CSU. Sehr geehrter Herr Tram, wir haben Ihr Bedenken zur Kenntnis genommen. Als CDU-CSU-Fraktion haben wir mitbestimmt dafür gesorgt, dass Cannabis zum medizinischen Gebrauch legalisiert wurde. Patientinnen und Patienten profitieren davon und Nebenwirkungen sind eher selten. Ihren Blick auf die Begleiterhebung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zeigt, die im März 2022 abgeschlossen wurde. Wir fordern nun die aktuelle Regierung zum Handeln auf, um die Versorgung von Patienten und Patientinnen mit Cannabis-Arzneimitteln weiterhin zu gewährleisten. Besonders die ärztliche Therapiehoheit wollen wir im Zusammenhang mit der Verschreibung von Cannabis stärken. Die aktuelle Regelung zur Verschreibung von Cannabis-Arzneien setzt ein umfangreiches Prüfverfahren voraus, welches für einen hohen bürokratischen Aufwand sorgt und somit die Möglichkeiten der Ärztinnen und Ärzte einschränkt. Eine Entkriminalisierung kommt für uns als Fraktion jedoch nicht in Frage. Es zeigt sich, dass durch eine Entkriminalisierung keine Veränderung auf dem Schwarzmarkt eintritt. Nein, es ist ja auch nur der erste Schritt. Bei der Entkriminalisierung geht es ausschließlich darum, die Konsumenten zu entkriminalisieren, die ja sowieso schon konsumieren. So, darum geht's. Die Legalisierung kommt dann später. Dadurch wird es auch den Dealern leichter gemacht zu agieren, da diese ja für geringe gefundene Mengen nicht mehr bestraft werden. Außerdem gibt es ebenfalls keinen Schutz für Kinder und Jugendliche. Somit halten wir die aktuellen Grenzwerte bei der Strafverfolgung für angemessen und sehen dort keinen Handlungsbedarf. Unser Anliegen ist es vielmehr, ausreichende Präventions- und Aufklärungsmaßnahmen zu fördern, um die jungen Menschen dieses Landes vor einem Cannabiskonsum und den damit einhergehenden negativen Begleiterscheinungen zu schützen. Naja, die CSU und ihre Drogenprävention, das kennen wir ja. So. Ich will jetzt auch gar nicht viel weiter zu erzählen. Kurzes Video jetzt. Regt euch alle mal ein bisschen mit mir auf. Ich reg mich jetzt nicht auf. Von der CSU erwartet man nichts anderes. Die sind da völlig borniert, verbohrt und eher die ewig gestrigen Nörgler. Aber was will man da machen? Irgendwann kommen die auch dahinter, dass das Schwachsinn ist, was sie erzählen. Gut, soweit dazu. Haut rein, Leute.